Im Reich der Pflanzen geht es heute munterfröhlich weiter. Hallo und herzlich willkommen. So, ich habe hier einen Kandidaten mal hingestellt, ansonsten haben wir noch gar nichts umgebaut vom letzten Mal. Unsere Alocasia Stingray. Die zeigt uns mal wieder etwas sehr Interessantes. pH-Wert, ich muss mal kurz anmachen, ist tatsächlich 4,3. Mikrosiemens-Wert ist, muss ich auch wieder anmachen, so ist das, ne? Ich sage dir. Mikrosiemens-Wert ist, komm, 140. Ja, so, ich hatte vor kurzem hier mal die 1000er-Variante tatsächlich reingekippt. Nur Leitungswasser, aufgedüngt auf 1000 Mikrosiemens dann nochmal, nachdem wir letztes Mal eine Veränderung gemacht hatten. Und dann die 400 bis 500er immer nachgegossen. Und sie verbraucht sehr viel Wasser, also muss ich wirklich jeden zweiten Tag, ne, so, ja, 3 cm ungefähr nachgießen. Die schluckt ganz schön, steht allerdings jetzt auch ganz woanders. Sie bekommt richtig kräftig Licht, die steht also am Fenster. Und dementsprechend ab mittags tatsächlich auch Sonne. Das ist jetzt so eine Sache, die ich einfach mal ausprobiere, mal zu gucken, wie wirkt das Licht sich auf die Pflanzen aus. Ja, und ich habe das Gefühl, ich kann es natürlich nicht mit Gewissheit sagen, ganz klarer Fall, ich habe das Gefühl, weil es allgemein jetzt momentan so ist, dass bedingt durch die Wärme, bedingt durch mehr Licht und kräftigerem Licht, tatsächlich die Pflanzen, die sonst auch wenig Kalk benötigen und auch gar nicht so mögen, tatsächlich mehr Kalk verbrauchen. Das kurz so am Rande dazu erwähnt. Mir war gerade noch etwas eingefallen. Das ist jetzt gerade im Laufe des Redens weggegangen. Vielleicht fällt es mir gleich noch wieder ein. Egal, komm, ich baue mal ein bisschen um hier und dann machen wir heute weiter im Reich der Pflanzen, der Zimmerpflanzen. So, Dalle, eben mir fällt es gleich bestimmt wieder ein. Und es ist mir wieder eingefallen auf dem Weg zur Kamera. Ja, so ist das manchmal. Und zwar der pH-Wert unseres Leitungswassers hat sich verändert. Wir haben ja aus dem Leitung, wenn wir es rausholen, 7,5, abgestanden 8,5, das hat sich verändert. Wir haben jetzt abgestanden das Wasser bei 7,7 vielleicht, 7,8, also nicht mehr über 8 in dem Sinne. Also auch das hat sich verändert. Liegt das auch an der Jahreszeit? Ich weiß es nicht. Ehrlich, aber es ist auf jeden Fall interessant. Aber Gewissheit dadurch habe ich dann jetzt, dass natürlicherweise dann ein kleines bisschen mehr Kalk auch zu den, oder Leitungswasser zu den Pflanzen, dazu muss die sonst gar nicht so viel Kalk benötigen oder mögen. Aber natürlicherweise ganz klar nicht übertrieben. Also nehmen wir heute mit, dass tatsächlich jahreszeitlich bedingt immer wieder Veränderungen auftreten, auf die man dann auch reagieren sollte. Das ist nun mal so gegeben. Ja, ansonsten sieht es hier gut aus soweit. Nach dem letzten Dreh hat sich also nichts verändert, außer dass das Blatt hier von unserem Philodendron Florida Ghost wunderschön herauswächst. Aber wie gesagt, ich werde jetzt kurz umbauen und dann geht es gleich weiter. Wie wir sehen, ja, verändern sich von Jahreszeit zu Jahreszeit die Bedürfnisse der Pflanzen, weil sich halt Faktoren verändern. Auch wenn ich jetzt hier im Dunkeln ein bisschen stehe, wir sehen hier unsere Avocado, die steht übrigens hier vorne, da, ne, auf dem Fußboden, bekommt relativ wenig Licht, zickt in keinster Weise rum, ist sogar im Wachstum, da werde ich mal checken, was Sache ist. So, ich werde jetzt hier nachfüllen und zwar Hälfte Leitungswasser, Hälfte Osmosewasser und 1 ml von dem Compo Complete auf 1 L. Ich check mal eben, was wir jetzt hier drin haben an Mikrosiemenswert. Wir haben jetzt 730. Das ist in der Regel eigentlich schon ein bisschen zu viel, weil, ja, in der Regel nehmen wir hier in der Wasserkultur die Hälfte. Also ich muss jetzt tatsächlich ordentlich nachfüllen hier. So, also wirklich ordentlich. Mal eben gucken, was wir jetzt hier reingegossen haben. Wir haben reingegossen 200 ml. Also die hat seit vorgestern ordentlich verbraucht. Das ist doch eine ganze Menge innerhalb von 2 Tagen. Sie bekommt, wie gesagt, mehr Licht. Das ist jetzt übrigens das neue Blatt, was jetzt herausgeschoben ist. Ist noch ein bisschen blass, das reift jetzt noch nach, ganz klarer Fall. Aber insgesamt kann man der Pflanze schon ansehen, dass sie Mangelerscheinung hat. Und auch, ja, die Babys, interessant, dass die so schön da rauswachsen. So, das zu dem Schätzchen. Aber wir gucken gleich nochmal die Wurzeln an, würde ich sagen, wie die jetzt aussehen. Ob es da eine Veränderung gibt oder, aber eigentlich kann es nicht, weil wenn die Werte so niedrig sind, in der Regel schieben die Wurzeln dann. Das ist natürlich ein kleiner Vorteil, aber die Pflanze, ja, hungert halt ein bisschen, aber da kann man ja nachreagieren, das ist nicht so schlimm. Ne? Denn wir wissen ja, Nährstoffüberschuss, Exitus, ne? Nährstoffmangel kann man beheben. Von daher ist das nicht ganz so tragisch, im Gegenteil, ist sogar noch gut, wenn man denn weiß, was man dann machen sollte. Okay, stecken wir jetzt bei der Avocado auch mal kurz. Wir werden wahrscheinlich voraussichtlich in den nächsten Tagen öfter Checks machen müssen, weil sich momentan eben sehr viel verändert. Und da müssen wir dann natürlich schon eingreifen, das ist ganz klarer Fall. Man kann die Pflanzen einfach nur angucken, beobachten, dann sieht man auch. Dann sieht es bei der Pflanze tatsächlich, dass sie sich jetzt ein anderes Verhalten zeigt. Also nicht, ja, Verhalten kann man auch sagen eigentlich schon. Und von daher
Ja, Pflanzen beobachten, ganz wichtig, ne? Und wenn man dann die Möglichkeit hat zu checken, ist natürlich eine coole Sache, weil dann kann man doch ein bisschen mehr mitnehmen an Wissen. Aber trotz alledem, nochmal kurz erwähnt, wenn du nicht weißt, was Sache ist und deine Pflanzen haben irgendwie so Symptome, dass sie ja Nährstoffmangel zeigen, ne, dann mach einen kompletten Wasserwechsel. Und gut ist, dann hat sich das in der Regel auch schon wieder. Ne, wenn man das dann so einmal im Monat macht, hat man eigentlich mal so gesagt. Aber ich würde jetzt fast schon sagen, alle 2 Wochen jetzt in der Sommerzeit. Weil die Pflanzen reagieren doch schneller. Ne? Die verbrauchen mehr, brauchen mehr Energie, die Fabrik läuft auf Hochtouren. Und wenn dann irgendwas fehlt, ja, dann ist das so. Ne? Und da muss man halt mal öfter Wasser wechseln, wenn man nicht nachmessen kann. In der Wasserkultur und oder aber auch in der Hydrokultur oder in dem Sinne in diesen Selbstbewässerungstöpfen, wo unten Wasser drin steht. Auch da würde ich dir raten, das Ganze einfach zwischendurch mal zu wechseln. Das wird jetzt nicht ganz so einfach. Ich mache es trotzdem. So, wir sehen hier hinten ein kleines Blatt. Da kommt also ein Baby rausgewachsen. Hier ist übrigens auch ein kleines Blatt. Das ist allerdings jetzt gelb geworden. Hier ist auch ein Blatt. Das gehört allerdings hier hinten dazu. Also entwickelt sich schon eine kräftige Pflanze. Und jetzt ziehen wir das Ganze mal raus. Oder doch nicht? Ich bin mir nicht sicher, aber ich zeige es dir mal eben so. Vielleicht kann man es ja erkennen. Ja, also kräftige Wurzeln, hier sind jetzt auch Murmeln mit drin. Nee, ich lasse es. Komm, das ist mir jetzt zu viel Hampelei, weil da muss ich gucken, dass ich den gleich wieder eingepottet kriege. Der wird wohl voraussichtlich auch bald ein größeres Gefäß brauchen. Nee, wir lassen das. Komm, das macht keinen Sinn. Ich meine, wir sehen ja, ich drehe den einmal kurz, dass hier halt auch ein Baby raus wächst. Ja, der kommt von hier unten. Es scheint sogar zwei zu sein, so wie das aussieht. Hier kommt nämlich auch noch ein klitzekleines Blatt hier vorne, da. Ja, ich weiß, man kann jetzt nicht viel erkennen, aber das ist mir doch jetzt zu viel, Tamtam, da Dingen hier rauszuholen. Ne? Von daher, also hier das kleine Blatt. Ne? Und nebenan dann kommt halt dieser hier raus. Also es sind dann doch schon zwei in dem Bereich auf jeden Fall. Und interessant zu sehen, dass die Wurzeln also nach wie vor knackig aussehen. Aber ich würde schon gerne reingucken, Mensch. Ah, ich überlege mal kurz. Nur für euch mache ich das jetzt. Nein, natürlich auch für mich, weil ich möchte schon wissen, wie Sache ist. Und es muss hier tatsächlich auch eine Veränderung stattfinden. Von daher schauen wir jetzt einfach mal, wie das aussieht. Hier haben wir einen Untersetzer mit Löchern drin. Das ist eine coole Sache. Dann läuft das Wasser nämlich durch. Hey, lol. Ja, ist so, ne? So, lass das Wasser mal raus hier. Und ziehen das Schätzchen raus. So, alle. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir uns das angucken, ne? Ich glaube ja. So, guck mal, wie schön das aussieht. Ich möchte jetzt auch nicht viel dran rumfummeln, denn das kommt so gleich tatsächlich woanders rein. Aber ich würde es euch auch gerne mal zeigen, wie das jetzt so aussieht. Pass mal auf, ich nehme es jetzt einfach in die Hand. Pass mal auf, wir machen das jetzt einfach spontan. Ich muss mal eben just zur Kamera rennen. Nein, nicht rennen, um Gottes Willen. Hier sowieso nicht, sonst schmeiße ich mir alles um. So, einmal Display drehen und gucken wir uns das jetzt an. Guck mal, wie schön die Wurzeln aussehen. Ne? Also wie gesagt, Nährstoffmangel kann man beheben, Nährstoffüberschuss, Exitus. Also dass die Wurzeln alle so gut aussehen. Aber ich drehe mal vorsichtig. So, da können wir ein Baby erkennen. Was ist denn? Wir gucken, muss selber gucken, wo jetzt was ist hier. Da ist eine dicke Wurzel. Nee, das ist keine Wurzel, das ist eine Pflanze. Lol. Ah, okay, die kommt von da unten. Die kommt von da unten hier hochgewachsen. Ja, das ist schon mal sehr interessant. So, jetzt war doch daneben, war nicht da noch eine? Ach so, das ist die. Ah, genau. Das ist die andere hier. Das ist die eine und das ist die andere. Sieht das nicht toll aus? Und wie sieht es jetzt auf der einen Seite? Ich kann meine Hand nicht 360 Grad drehen. Lol, das geht nicht. Ich gucke gerade nochmal. Die andere, wo das Blatt so braun war, das ist hier. Das ist da. Ich drehe nochmal ein bisschen. Boah, ja, nicht so einfach jetzt mit der Kamera davor, aber egal. Mal eben die Murmel hier weg. Da ist die andere, da kann ich jetzt nicht wirklich, ich kann nicht wirklich sehen, was der Sache ist, weil ich schiel auch so um die Kamera herum. Aber okay, ich meine, bis dato, boah, sieht das echt klasse aus, muss ich sagen. Wie gesagt, Nährstoffmangel ist nicht so schlimm, das kann man beheben. Aber wenn die Wurzeln braun sind, dann ist natürlich Holland in Not. Und vor allen Dingen cool zu sehen jetzt auch mal, ne, dass Alokasien im Wasser stehen dürfen. Da gibt es keine Wurzelfäule. Nein, definitiv nicht. Es sei denn, man hat einen Fehler gemacht. Da kann das sicherlich schon passieren. Das ist übrigens in der Erde genauso. Ne? In der Erde wachsen die eigentlich auch gut. Die kriegen nur Wurzelfäule, wenn irgendwas nicht passt. Insbesondere in der Erde dann meist Sauerstoff tatsächlich. Ja, okay. Also, jetzt muss ich überlegen, was wir damit machen. Ich stelle mal vorsichtig hier rein. Das hatte ich schon mal vorbereitet. So, Dalle.
Ja, ich glaube, da wird er dann auch reinkommen jetzt. Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie manches einfach funktioniert, ne? So, oh, pass mal auf. Okay, dann würde ich sagen, packen wir unten noch mal ein paar Murmeln rein. Das wird jetzt gerade ein bisschen laut, einmal die Ohren zu halten. Noch ein bisschen. Einmal Ohren zu halten, bitte. Ja, das ist okay. So, und dann befüllen wir den Rest jetzt tatsächlich mit Murmeln. Ja, warum Murmeln? Murmeln sind aus Glas und Glas ist neutral. Ne? Also das gibt nichts ab oder so, nimmt nichts auf. Von daher ist es in der Handhabung und Pflege wesentlich einfacher. Und wir bekommen Stabilität für die Pflanze und wir bekommen weniger Wasser im Gefäß. Ne? Bedingt durch die Murmeln, weil die nehmen mehr Platz ein. Das heißt also, hier muss man öfter nachgießen und öfter nachgießen ist tatsächlich für Pflanzen besser. Ne? Es ist Tatsache so. Umso größer ein Gefäß, umso mehr Volumen an Wasser da ist, umso schwieriger ist das Ganze ja konstant zu halten in dem Sinne. Und auf die Art und Weise umgehen wir das und reduzieren einfach die Wassermenge und dürfen dementsprechend öfter nachgießen. Was also sowieso dann schon mal von Vorteil ist. So, meine Güte, du. Ich sage dir. Und schön auch zu sehen und mitzunehmen, dass die Alokasien also auch in der Wasserkultur Babys ausbilden. Das ist eine ganz tolle Sache. Und wir beobachten das Projekt jetzt insgesamt weiter. Also wenn jetzt nicht die Babys abnehmen oder sonst irgendwie was oder vermehren oder so, sondern wir lassen die Kiste einfach so, wie sie ist. Und dann ja, beobachten das einfach weiter. Weil es ist schon eine tolle Sache, muss ich sagen. So, gucke mal, wie viele Murmeln da reingehen. Ich muss nur aufpassen, dass ich mir die Blätter nicht abbreche hier von den Babys. Das muss ja nicht sein. So, das steht auch schon recht stabil. So, Murmeln sind alle. Siehst du, das eine Blättchen, nee, es sitzt noch fest. Wenn es fest sitzt, reiße ich es nicht ab, sondern erst, wenn ich dran ziehe und es abgeht, dann, ha, da mache ich es ab, wenn es abgeht, lol. So, was machen wir jetzt? Ach so, wir gießen jetzt die Variante rein, die wir vorhin hatten, ne? Genau, das machen wir jetzt. Jetzt hat man minus 200, mal gucken, wie viel jetzt hier reingeht. So, mache ich richtig voll. Wir haben jetzt noch knapp 250 drin. 250 und 200 sind 450, also haben wir 550 Milliliter hier drin. Also gut, ein halber Liter geht hier rein. Und von daher, ja, lasst uns überraschen, wie es weiter sich entwickelt, das Baby. Sie kommt jetzt allerdings wieder ans helle Fenster, ab Mittag Sonne, weil ich möchte auch austesten, wie die Pflanze das ab kann. In der Regel sind es eher Pflanzen, die so im absonnigen Bereich wachsen, unter Pflanzen, wo noch ausreichend Licht zwar hinkommt, ne, aber ich möchte mal gucken, wie sie auf ja, die Sonne reagiert in dem Sinne, allerdings nur durchs Fenster. Also sie stellt sich nicht nach draußen, weil draußen ist nochmal alles anders komplett, weil es ganz anderes Klima. Ganz viele Faktoren spielen da dann wieder eine Rolle und spielen mit ins ganze Geschehen ein. Das sind alles so Sachen, die sollte man wissen und berücksichtigen. Ja, ganz wichtig, vor allen Dingen jetzt in der Sonne, draußen gibt es Sonnenbrand sowieso, das ist ganz klarer Fall. Und das wollen wir erstmal nicht. Also wie gesagt, den Test lassen wir jetzt so laufen, wie er ist. Kommt wieder ans helle Fenster und wir lassen uns überraschen, wie sie sich weiterentwickeln wird. Jetzt haben wir gegenreagiert. Sie hat Nährstoffmangel, bekommt mehr Nährstoffe. Der Kalkhaushalt hat nicht gepasst, bekommt also mehr Kalk, bedingt halt durch mehr Leitungswasser. Und da wollen wir mal gucken, wie sich das Ganze dann entwickelt. Okay. Into the Jungle. Ja und nein. Nein, wir sind nicht im Dschungel, sondern wir sind jetzt hier bei der Monstera Deliciosa. Sie bekommt gerade wieder ein neues Blättchen. Hier hat man die Variante nur Leitungswasser aufgedüngt. Ich zeige dir gleich auch, wie das insgesamt aussieht. Wir kommen aber kurz zur Avocado nochmal hier. Die hat, wie gesagt, relativ wenig Licht, steht hier unten an der Ecke. pH-Wert ist 4,8. Und ich habe jetzt tatsächlich mal beide Messgeräte genutzt. Einmal das grüne hier und einmal das blaue. Das steht jetzt gerade noch drin. Das blaue zeigt mir zwei Stellen nach dem Komma an, da kann ich eher sehen, ob es noch runter oder hoch geht. Hier steht er ja jetzt bei 4,84, 4,85, da schwankt er mal hin und her, also weiß ich, das ist okay. Ja, so sieht es bei der Avocado aus. Habe jetzt lange Zeit gar nichts gemacht, also nicht durchgespült oder sonst irgendwas. Mikrosiemenswert liegt knapp bei 1900, ist also tatsächlich gut versorgt. Das ist schon mal gut soweit. Das heißt für mich im Klartext, ja, er kriegt auch mal einen Schluck Leitungswasser mit dabei, aber ansonsten ist das ganz gut gelaufen. So, dann kommen wir jetzt zu der Monstera Deliciosa hier in der Wasserkultur. Ja, ich weiß jetzt noch nicht, was Sache ist, das muss ich erst noch checken, aber vorab wollte ich eigentlich erst mal zeigen, was da Sache ist, bevor ich checke. Denn das ist sicherlich sehr interessant anzusehen. Sie bekommt wenig Licht, steht hier im Zwischengang, also zwischen den beiden Zimmern.
auf dem Boden und ja, das sieht doch recht, naja, ja, interessant jetzt vielleicht nicht wirklich, aber der Pflanze so geht's gut, kräftige Farbe, soweit alles okay und dann gucken wir mal, wie das jetzt hier aussieht, kannst du so schon erkennen, ne? Hier sind Ablagerungen drauf, was nicht so schön aussieht, definitiv, ne? Ich höre gleich mal meine Nase dran. Wir hatten es ja vor kurzem, vor etwas längerer Zeit auch schon mal gesehen, dass das so ist. Und dann haben wir einfach mit reinem Wasser das eingesprüht und dann ging das auch weg. Dann war das okay soweit. Nur jetzt habe ich lange Zeit gar nichts gemacht. Wieder stand da nur rum auf dem Boden und so sieht das eben heute aus. Ne? Eben nur mit Leitungswasser aufgedüngt gegossen. Und da, wie gesagt, checke ich aber erstmal, was Sache ist, damit wir da auch vielleicht einen Anhaltspunkt bekommen können. Wurzeln sehen gut aus, da gibt es nichts zu meckern und von daher, wie gesagt, ist das soweit ganz gut gelaufen, nur das sieht jetzt echt nicht schick aus. Ich habe die Geräte gerade reingehangen, die pendeln sich noch ein, damit wir mal sehen können, welche Differenz da zwischen den beiden Geräten jetzt ist. Ich müsste sicherlich auch mal wieder kalibrieren. Ich glaube, das letzte Mal ist schon 2 Monate her, aber solange die Werte passen, ist das halb so wild. So, wir haben jetzt 7,2 bei dem einen, bei den anderen 7,3. Auch ein Mikrosiemenswert 776. Ja, das ist soweit okay. Aber wie gesagt, ich warte noch 2-3 Minuten und dann gucken wir mal, ob sich noch ein bisschen was verändert hat. Back to, zurück zu, ja, zu der Avocado. Wir spülen das Ganze jetzt hier tatsächlich mal kräftig durch, hier auch mit Leitungswasser. Der pH-Wert ist relativ niedrig und von daher dürfen wir das tatsächlich machen, dass wir hier mal so ein bisschen, ja, Leitungswasser in dem Sinne reinbringen. Haha, Kalk. Ja. Klar gibt es noch andere Methoden, da haben wir schon einiges ausprobiert. Aber ich sag's mal so, wie es ist. Für Otto Normal ist das natürlich so einfacher mitzunehmen, ganz klarer Fall. So, spülen wir ruhig mal kräftig durch. Ich hoffe, der Pott läuft mir jetzt nicht über hier. Da sind wir auch großzügig, ne? Das lassen wir richtig schön durchlaufen. So, den Pott habe ich schon sauber gemacht hier. Und dann befüllen wir das gleich neu. Damit das Schätzchen wieder gut versorgt ist und wir auch die Nährstoffkonzentration mal ein bisschen runterbringen und frisch dazu. Denn auch das habe ich lange Zeit gar nicht mehr gemacht. So, kriegen wir das jetzt so hin in einem Rutsch? Ich gucke, ach, gucke mal. Ja, siehst du wohl, also brauche ich gar nicht kalibrieren, das passt soweit. Ne? Der eine steht bei 7,3, das siehst du, ne? Und da fehlt jetzt eine Zahl dahinter, um genau zu wissen, ob er hoch oder runter geht oder er bei 7,4 steht oder wie auch immer. Und bei dem anderen Gerät können wir das erkennen, wir sind also bei 7,39, kannst du sagen, tatsächlich 7,4. Also, ja, das ist interessant, aber wieso ist der pH-Wert so hoch hier, obwohl die Monstera doch eigentlich prädestiniert sind, dafür viel Kalk zu verbrauchen? Das ist die Lichtmenge. Die Pflanze bekommt wenig Licht und dementsprechend arbeitet die Fabrik langsamer und kann einfach ja, Kalk nicht so viel aufnehmen. Und daher ist das jetzt tatsächlich so gegeben. Das heißt im Klartext für mich, ich werde sie weiterhin mit Leitungswasser gießen, mit Nährstoffen, klar. Und sie bekommt einen anderen Standort mit kräftigem Licht. Und dann werden wir das in ein paar Tagen dann nochmal checken, wie das aussieht. Das ist ja nun mittlerweile schon etwas länger her, dass wir das angegangen sind und von daher auf jeden Fall schon mal interessant so mitzunehmen. Ich dachte eigentlich, der pH-Wert wäre niedriger, aber okay. Wie wir sehen, gibt es keine Pauschalisierung, wie man was machen kann. Man muss ganz einfach die Faktoren kennen, die bei einem eine Rolle spielen. So, ich werde das Ganze mal sauber sprühen hier ein bisschen. Oh, das geht einfach ab, also von daher ist gar nicht so wild. Aber es sieht halt nicht schick aus. Was ist mir jetzt runtergefallen? Ach, der Deckel von meinem Vivarium. Paludarium. Da gucken wir gleich auch mal rein, wie das aussieht. So, was wollt ihr jetzt gemacht haben? Ach so, ich nehme jetzt einfach Leitungswasser, weil hier arbeiten wir momentan nur mit Leitungswasser. In dem Sinne normal aufgedüngt, jetzt nicht. Weil ich möchte einfach mal die Oberfläche cleanen und dann lassen wir das Ganze einfach überlaufen. So viel es jetzt irgend geht. Ne? Ja klar, dann je nachdem, was man für eine Untersätze hat, geht es halt mehr oder weniger. Ne? So, siehst du wohl, da kriegt man das nämlich richtig schön sauber. Zumindest größtenteils. Ne? So, muss ich aufpassen, dass ich mir den Untersetzer hier nicht überlaufen lasse. So, siehst du wohl, so einfach ist das. Ne? Ja, es ist halt so. So, ein bisschen Wasser muss auch wieder raus. Nehme ich mir einfach mal die Spritze kurz hier und ziehe mir was raus. Wer kriegt das? Ach komm, hier, du. Der kriegt immer die ganzen Reste hier. Ist so, die Dattelpalme, die kriegt immer die ganzen Reste. Die brauche ich gar nicht separat düngen oder gießen. Die kriegt immer die ganzen Reste, immer. Und der geht es richtig gut. Da habe ich auch noch nie nachgecheckt, was der Sache ist. So, siehst du wohl. Das Einzige ist jetzt, müssen natürlich wieder Nährstoffe dazugeben, ganz klarer Fall. Hätte ich vielleicht auch vorher mit reingeben können, ich Depp. Ne? Wir sind jetzt hier bei 600. Weißt du was, im nächsten Zuge, wenn ich nachfüllen muss, dann kriegt er dementsprechend wieder Nährstoffe mit dabei. Dass wir da erstmal auf der sicheren Seite sind, so wie es jetzt ist. So, das kurz dazu.
Step by step. So, hier haben wir jetzt das Ganze durchgespült. Es steht kein Wasser drin hier. Und wir geben jetzt die 500er Variante hier rein. Aber auch hier mache ich so, dass ich immer schluckweise reingieße, so wie jetzt beispielsweise. Und bei gegebener Zeit, wenn ich wieder nachgießen muss, dann eben wieder bei der 400 bis 500er Variante. Und das machen wir hier bei dem Schätzchen kontinuierlich. Was ist das hier? Weißt du noch, ne? Genau, die Avocado. Okay, dann haben wir das auch fertig. Am liebsten würde ich noch ganz viel mit euch checken heute, aber das nimmt so viel Zeit in Anspruch. Ich sage es dir, du. Aber es muss sein jetzt. Es ist wirklich Tatsache. Es muss jetzt um die Jahreszeit so sein, denn es sieht jetzt alles ganz anders aus als im Frühjahr oder im Winter oder im Herbst. Das ist definitiv so. Es verändern sich immer wieder Faktoren und die sollten wir unbedingt mitnehmen, um ja, es besser verstehen zu können. Ne? Auch für mich tatsächlich. Auch ich lerne immer wieder was dazu. Auch jetzt die Verfahrensweise hier mit dem, wenn irgendwas da oben drauf ist, sauber sprühen, überlaufen lassen, fertig, hat sich die Kiste. So einfach kann man sich im Glas dann tatsächlich auch behelfen. So, die 500er Variante, was ist das? Das ist ein Viertel Leitungswasser, drei Viertel Osmosewasser, dementsprechend aufgedüngt bei 400 bis 500 Mikrosiemens, momentan tatsächlich 500 Mikrosiemens, wobei wir dazu übergehen können, tatsächlich ein bisschen mehr Leitungswasser dazu zu führen, da wir jetzt gelernt haben, dass die Pflanzen jetzt um die Jahreszeit viel mehr Kalk benötigen. Okay. Wir kommen zu den nächsten Schätzen bei uns im Pflanzenreich. Die Monstera Albo Variegata und die Monstera Obliga Peru, die werden wir heute tatsächlich auch checken. Was ich schon mal sagen kann bei der Monstera Albo Variegata, wir haben momentan Wurzelwachstumsstopp. Ja, doch, so kann man es nennen. Also die Wurzeln entwickeln sich nicht mehr rasant, sondern die stehen still im Prinzip, kannst du sagen. Ich weiß nicht, ob ich dir das gleich zeigen kann oder nicht. Wenn nicht, musst du es mir einfach glauben. Das heißt im Klartext, die Wurzeln fangen an etwas dunkler zu werden, die Wurzelspitzen, die Saugwurzeln. Ne? Also da gibt es keinen Schub mehr, da wächst nichts mehr. Das ist meist ein Indiz dafür, dass eine etwas Überversorgung stattgefunden hat und vielleicht der pH-Wert nicht passt. Das sind so zwei Indikatoren, die auf jeden Fall dazu beitragen können. Das heißt im Klartext, hier werde ich jetzt checken, was Sache ist. Ich bin schon dabei. Aber ich wollte kurz schon mal erwähnt haben, dass die beiden Pflanzen jetzt dran sind. Der Philodendron, ja, kurz gezeigt, das ist unser, ich muss noch ablesen, Luxurian Choco, der aus der TC-Kultur kommt von damals. Pass mal auf, da ist jetzt wieder eine Erscheinung, wie wir sehen können, und zwar kommt das Blatt nicht richtig raus. Ich kann ja mal gucken, ob wir das ein bisschen näher kriegen. Tada, lol, coole Sache, ne? Ja, der kommt da nicht raus. Also Klartext, der kommt jetzt erstmal in eine Box. Okay, wir kommen jetzt erstmal zu der Monstera Albo Variegata. Ich zeige das mal, wie das jetzt aussieht. Ich hoffe, dass wir das drauf kriegen. So, hier ist die eine Wurzel. Na, sieht gut aus, aber sie wächst nicht mehr. Und ich kippe das mal vorsichtig. Auch im unteren Bereich, die Wurzeln sehen gut aus. Das ist jetzt kein Schaden oder so. Aber es ist Wachstumsstillstand tatsächlich. Also sie ist tatsächlich, lol, sehr gut versorgt. Sie hat also keinen Zwang, keinen Drang, Wurzeln auszubilden, weil die Wurzeln, die sie hat, die versorgen sie. Und von daher braucht sie nicht mehr. Und dementsprechend wachsen die Wurzeln auch dann langsamer oder gar nicht mehr in dem Sinne. Das ist tatsächlich so. So, wir werden jetzt tatsächlich, oh mein Gott, römisch. Wir werden jetzt die Werte erfahren. Meine Güte. Wir sind im Check durch, pH 7,1, das ist gut, Mikrosiemens 1500, das ist auch gut, die Pflanze ist optimal versorgt, genau so sollte das sein. Aber wie wir sehen, das Wurzelwachstum wird dann heute eingestellt, weil es reicht ihr vollkommen aus. Also werde ich jetzt gegen reagieren, nein, nicht heute, weil das ist okay so, sondern die nächsten zwei Male bekommt sie einfach nur Leitungswasser gemischt mit Osmosewasser, dementsprechend 1:1, also Hälfte, Hälfte in dem Sinne, und dann ist okay. Dann sollte sie auch wieder Wurzeln schieben, tatsächlich. So, okay, dann kommen wir jetzt zur Monstera Obliga Peru und werden dort auch einen Check durchführen. Wachstum ist gut, muss ich sagen, sieht klasse aus, schöne kräftige Blätter. Das Einzige ist halt nur, es ist halt ein Stecki, der ist noch ein bisschen dünn. Ich bin auch schon überlegen, ob wir tatsächlich einen neuen Stecki machen, also einen Kopfstecki davon, dass sich das nochmal kräftiger entwickelt als eigentliche Pflanze dann. Wir kennen das ja auch von der Monstera Deliciosa damals, die Abmosung, beziehungsweise wie die Vermehrung in dem Sinne durch den Kopf passiert, dass der Kopf also wesentlich kräftiger wächst, mit großen Blättern. Und von daher ist solch eine Vermehrung natürlich wesentlich besser als jetzt Steckis in dem Sinne. Aber okay, ich würde sagen, ich überlege mal. Erstmal checken. Checkende.
Noch nicht ganz. Aber auch Perwatt, sage ich dir gleich, weiß ich gerade selber nicht, muss ich nachgucken, weil das misst noch das Gerät. Mikro Siemens wird 1500, also ist auch gut versorgt. Allerdings möchte ich hier auch ein bisschen runtergehen. Und ich gucke mal eben, wie das aussieht jetzt mit dem, Moment, pH-Wert. Einmal um die Ecke gucken, kann ich nicht, weil der ist, hat sich gedreht. Lol. Okay, dann gucke ich mal so. 6,4 ist so in dem Bereich, würde ich sagen, wo es durchaus ein bisschen mehr darf. Wir halten hier die 7, wie wir wissen. Mikro Siemens ist 1500, also können wir das ein bisschen reduzieren. Ich werde jetzt einfach hier ein bisschen Leitungswasser durchgießen dieses Mal. Dementsprechend die Nährstoffmenge reduzieren und den pH-Wert damit erhöhen. Ja? Und somit, ja, ist okay bei dem Schätzchen. Aber wie gesagt, ich bin noch überlegen, ob wir tatsächlich einen Kopfstecki machen davon. Das wäre natürlich eine tolle Sache, um dann auch wirklich erleben zu können, wie die Pflanze sich dann weiterentwickelt. Was würdest du sagen? Soll man es angehen oder nicht? Weil das ist, ich sag's mal so, wie es ist, mir ist der Trieb tatsächlich ein bisschen zu dünn. Ne? Entwickelt ein Blatt nach dem anderen. Anfangs sehen die so klein aus, wenn die rauskommen. Das ist hier so der Fall. Denkt man auch so, oh, so ein kleines Blatt. Ne? Ja, die werden schon noch größer, die entwickeln sich noch. Ne? Und richtig schön, muss ich sagen. Und kräftige Farbe. Das ist okay. Das sind die Blätter von damals, so als wir ihn geschenkt bekommen hatten. Von den Leaf Guys übrigens nochmal ganz herzlichen Dank, weil auch durch diese Pflanze mehr oder weniger sind wir dazu gekommen, noch ein bisschen genauer in die Thematik einzutauchen, was die Pflege der Monsteras angeht. Und jetzt haben wir schon etliche Monsteras, also an Sorten, dass wir also wirklich behaupten können, die Monsteras alle brauchen einen pH-Wert um die 7 und möchten gut versorgt sein. Aber wir jetzt schon sehen, wenn sie gut versorgt sind, machen sie natürlich auch wenig Wurzeln. Das ist natürlich auch wichtig für die Vermehrung zu wissen, aber das wissen wir eigentlich alle schon, die länger zugucken, dass es besser ist, Pflanzen ohne Nährstoffe zu bewurzeln und tatsächlich im reinen Wasser. Wobei wir auch eine Monstera haben, die im reinen Wasser damals gar nicht bewurzeln wollte. Ja, ist definitiv so. Okay, da hatten wir auch einen Test gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich das wiederfinde. Into the box. Ja, sie bekommt erstmal höhere Luftfeuchtigkeit. Das Schätzchen steht ja hier im Schälchen. Gecheckt habe ich noch gar nicht. Ist jetzt auch egal. Komm, wir können nicht alles auf einmal machen. Das geht nicht. Das wird zu viel. Hör auf, ich gieße jetzt hier Wasser rein. Nicht ins Schälchen, sondern in die Box. Wegen hoher Luftfeuchtigkeit. Weiß Bescheid, ne? So, und dann mache ich den Kasten einfach zu. Das ist der verkehrte Deckel. Lol. Ja, wie toll. Spielt auch keine Rolle. Er passt auf jeden Fall drauf. So, okay. Er ist manchmal so, ne? Nicht alles ist gut vorbereitet im Leben. Okay, so, dann kommen wir jetzt zu der Monstera. Pass mal auf. Wir hatten einen Test gemacht, den habe ich aber vernachlässigt. Er steht hier aber auf dem Tisch rum übrigens. Ich zeige mal eben, wie das aussieht. Der steht hier einfach nur rum, da habe ich gar nichts mehr gemacht. Doch, ich habe zwischendurch mal was reingegossen hier. Ich glaube, die 400 bis 500er Variante dann tatsächlich auch. Wir haben das Ganze im Leitungswasser, weil die Schätze wollten nicht wachsen. Die wollten keine Wurzeln machen, da war kein Wachstum zu sehen, gar nichts. Ich gucke jetzt mal, wie das aussieht. Dann machen wir jetzt spontan. Da sind ein Haufen Algen übrigens drin. Und guck mal, sie haben Wurzeln gemacht. Und befinden sich, oh guck mal, wie schön. Und befinden sich im Wachstum. Das ist total genial. Wie sieht es hier aus? Ja, guck mal, hier ist auch tatsächlich endlich mal eine Wurzel gekommen. Da, tada, eine schöne weiße Spitze können wir tatsächlich auch sehen. Also das ist mal interessant. Hier in dieser Suppe. Ja? Gut, es ist klar, man kann nach unten gucken. Ich sehe auch die weißen Wurzeln. Das ist der Rand, der halt komplett dann jetzt vergrünt ist, könnte man sagen. Das heißt im Klartext, da machen wir jetzt auf jeden Fall einen kleinen Check. So, ich glaube, die Dattelpalme hatten wir langsam hier noch. Nicht, dass sie mir noch überflutet hier. So, dann mache ich den mal kurz sauber. Und dann lassen wir uns mal überraschen, wie das jetzt aussieht. Es ist auf jeden Fall bei der Pflanze. Ich gucke gleich mal, wie sie heißt. Nicht, dass ich den Namen wieder verkehrt sage, wie bei dem Epipremnum Lemon, was ja eigentlich ein Philodendron ist, ne? Lol. Ja, I'm so sorry, mir passieren auch Fehler. Ist so, da ist das Schätzchen, ne? Das ist also ein Philodendron. So, okay, steht sogar drauf. Weiß Bescheid, ne? Manchmal ist das so. Ist aber nicht so tragisch davon, ja. Aber danke für den Hinweis. Weiß Bescheid, ne? Ist so, ich bin nicht fehlerlos. So, okay, also ich gieße mal von der Suppe was rein hier, weil das einfacher in der Handhabung ist. Also ist klar, ne? Da ist das okay. Wo man denken könnte, jetzt mal von oben reinguckt, boah, was eine Suppe. Ne, denkst du? Es sieht auch fast so aus wie Blaualgen. Oder wie heißen die? Weiß Bescheid. Pass mal auf. Unwichtig jetzt. So, dann halte ich das Gerät schon mal rein hier. Immer schön am Band dran, denn wenn er mir umfällt, dann bleibt er hängen am Band, ne, und fällt mir nicht auf den Fußboden. So, das sieht schon mal sehr hoch aus, muss ich sagen. Wir sind auf jeden Fall über 7. Definitiv. Mikro 7 Wert können wir sofort schon mal mitnehmen. Und wir sind bei 630. Ne?
wir sind ja nicht mehr in der Bewurzelung, sondern wir sind jetzt schon in der Wachstumsphase. Ne? Deswegen ist hier schon mehr drin. Aber, das sieht aber sehr interessant aus. Ja, das ist also, wie gesagt, durch dieses Projekt und durch andere Projekte sind wir so auf Wegen gekommen, wo manch einer denkt so, ach, das kann doch gar nicht sein, was du da machst. Aber wir sehen ja, was hier passiert. Und von daher, jetzt muss ich gerade die Box noch in der Hand, sonst hätte ich das Rufi trampelt. Dann schauen wir uns nämlich jetzt gleich auch die andere Pflanze an. Die steht nämlich hier auf dem Topf. Die steht hier auf dem Tisch. Und dann schauen wir mal, wie sie jetzt aussieht. Denn die hat ja, wie sagt man so schön, enorm drum gezickt. Und ich muss sagen, jetzt läuft das richtig gut bei dem Schätzchen. Ohne Problem. Mir kommt gerade das neue Blatt rausgewachsen wieder. Das war das vorherige. Ja, ich mache gleich eine andere Einstellung. Ich wollte es trotzdem mal kurz gezeigt. Guck mal, wie schön die jetzt wächst. Und wie heißt sie? Ja, genau. Das ist die Monstera Peru Castellanum. Okay. Und wie gesagt, da hatten wir damals mal Steckis von geschnitten und die wollten und wollten nicht wachsen und die Mutterpflanze ja auch nicht mehr, ne? Die ging ja ständig kaputt. Ich wollte sie auch schon weggeschmissen, bin ich ganz ehrlich, aber irgendwann haben wir es dann doch angegangen, mal genauer zu checken, was Sache ist. Und ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Wir sind bei 8. pH-Wert 8. Und es geht ihnen richtig gut, muss ich sagen. Gut, die dürfen wir jetzt auch bald einpflanzen. Ist eigentlich zwingend notwendig. Wir können Pflanzen ja auch in der Wasserkultur halten, wie wir sehen. Also das ist schon mal richtig interessant anzusehen. So, dann kommen wir jetzt zu der Mutter. Ich würde sagen, hier checke ich kurz. Mikrosiebenwert liegt bei 700, interessanterweise. pH-Wert weiß ich jetzt gerade noch nicht. Den nehmen wir jetzt noch mit. Wie gesagt, dann haben wir für heute auch durch. Aber es ist doch jetzt wichtig und, wichtig und interessant, tatsächlich die Werte mitzunehmen im Laufe der Zeit. Wie sich das um die Jahreszeit jetzt halt entwickelt. Ich wollte so gerne, da unten steht da rum. Ich sage dir, du, komme ich gar nicht zu jetzt, aber egal. Ist ja nicht alle Tage, ne? Machen weiter, keine Frage. Für euch ganz wichtig und natürlich auch für uns, beziehungsweise für mich ganz wichtig. So, was wollte ich gemacht haben? Ach so, hier mal ein bisschen Wasser rein und dann checke ich mal, was die Sache ist. Ja, das ist schon. Ey, das Ding wollte kaputt gehen. Immer, immer und immer wieder. Dann ist ein Blatt rausgekommen, ist braun geworden. Und so weiter und so fort. Ne? Das war genau das gleiche Phänomen wie bei weißen Blättern von Monstera, wie man das kennt. Ne? Genau das gleiche Phänomen. So, es wird jetzt allerdings einen Moment dauern, bis er sich einpendelt. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben ja Zeit genug. Ne? Nein, natürlich nicht. Aber das nehmen wir jetzt auf jeden Fall noch mit. Jetzt stellt sich mir die Frage. Nachdem wir nun wissen, dass Monsteras einen relativ hohen pH-Wert mögen und damit tatsächlich besser wachsen, wie machen wir das jetzt mit der Monstera Obliga Peru? Sollen wir da auch versuchen, das Schätzchen im Leitungswasser zu bewurzeln? Oder doch lieber im reinen Wasser, damit schneller Wurzeln ausbildet? Das ist jetzt die große Frage. Wobei ich davon ausgehe, dass das hier echt ein Spezi ist. Also es scheint definitiv so zu sein, denn so umgezickt hat noch keine Pflanze. Ja gut, außer die mit den weißen Blättern, klarer Fall. Aber das wäre vielleicht interessant. Gut, wir könnten jetzt einen Kopfstecki machen. Und ein Teil stecke ich mit zwei Blättern dran, dass er mehr Kraft hat. Ja, sich schneller entwickelt dann auch. Ne? Wenn du jetzt nur ein Blatt dran hast, dann ist der Stecki in der Entwicklung sehr langsam. Wenn du zwei Blätter dran hast, dann hat die Pflanze natürlich viel mehr Reserven und Kraft. Und dementsprechend geht das wesentlich schneller und auch stärker tatsächlich zu einer Pflanze hin. Dann. Und Kopfstecking sowieso. Die wachsen ja richtig wunderbar. So, okay. Er geht runter. Wir sind bei 7,3. Ich lasse es noch einen Moment drin. Hör mal auf. Ich frage dich einfach mal, soll man das Ganze jetzt im Leitungswasser machen, bewurzeln lassen oder im reinen Wasser oder soll man zwei Varianten machen? Kopf- und Teilstecki, der eine im Leitungswasser, der andere im reinen Wasser. Sollen wir es mal versuchen, gemeinsam? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, weil ich würde schon gerne auch ein bisschen Austausch haben, ne? Und auf eure Meinung bin ich natürlich auch, ich sag mal, ja nicht nur interessiert, sondern gespannt. Okay, aber ist schon krass, wie der sich entwickelt hat jetzt hier, ne? Und das sieht so hammermäßig aus hier oben. Ich zeige das gleich nochmal in Nahaufnahme, weil, wie gesagt, ein kleines bisschen Zeit haben wir noch. Hängt auch noch so ein altes Blättchen dran, kriege ich das jetzt abgezogen hier. Ja, das geht jetzt so ab, wunderbar. Ja, ist schon krass. Also er war echt am Sterben gewesen, ne? Und ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft herauszubekommen, woran es gelegen hat. Es war tatsächlich einfach nur der pH-Wert. Ja, und sogar bei den Steckis, ne? Es war der pH-Wert. So, okay, das haben wir durch. Was wollte ich jetzt gemacht haben? Weißt du es noch? Wir wollten einmal kurz näher dran gucken. Ach so, sonst glaube ich eigentlich nichts mehr. Ne? Also das sieht schon sehr interessant aus, muss ich sagen, wie sich das hier entwickelt hat. Ne? Auch vom Blatt zu Blatt, ne? Trieblänge.
hat sich verkürzt, enorm verkürzt. Vorher war das also wesentlich länger gewesen, ne? Wie man das hier noch sehen kann. So. Ich denke, du kannst es erkennen. Und hier ist das Ganze, ja, ich sag's mal so, bisschen schön kompakt jetzt. Ne? Auch wenn er nicht scharf stellt, okay. Ja, meine Güte. Aber wie gesagt, die Einwerte nehmen wir jetzt auf jeden Fall noch mit. Ne? Dass das so aussieht, hier wie das aussieht, das ist okay. Ne? Da war halt nicht genug Kraft drin in den Blättern. Könnte man jetzt abschneiden, aber ich lasse dran, weil wenn denn ich jetzt tatsächlich hier einen Kopfsteckling und einen Stecki mache, da bleiben nur diese Blätter übrig. Die sollten dann schon erhalten bleiben, auch wenn sie nicht schön aussehen. Man muss nicht immer alles abschneiden. Es kommt darauf an, was man vorhat auch dementsprechend. Ne? Oh mein Gott, ja, du siehst schon, die Thematik ist sehr, sehr, sehr tiefgründig hier. Okay. Es ist doch immer wieder interessant, was kleine Babys einem dann doch mitgeben können. Ne? Das ist schon klasse, dass wir so in Erfahrung bringen konnten, wie das mit den Monsteras noch einfacher und besser läuft. Also wir sehen, pH-Wert über 7 tatsächlich. Sieht richtig gut aus. So, was haben wir jetzt? Oh, wieder aus, kurz anmachen. Was haben wir jetzt gegeben bei dem Schätzchen hier? pH-Wert 7,2. Ne? Mikrosiemens war 700 um den Dreh. Also, das läuft richtig gut, muss ich sagen. Und da können wir also auch mal kurz davon abgeleitet, na, hier haben wir 1500 drin, ne? Was nicht tragisch ist, nicht dramatisch ist, aber wir sehen, das Wurzelwachstum wird mehr oder weniger eingestellt, eingeschränkt in dem Sinne, weil die Pflanze sich gut versorgen kann mit dem, was da drin ist. Ne? Und ist weniger drin, aber der pH-Wert passt trotzdem, dann schiebt die Pflanze Wurzeln, um dementsprechend auf die Suche zu gehen nach Nährstoffen. Okay, weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Und nochmal kurz erwähnt, hier steht das Ganze im Lavagranulat und hier im Vulkaflor. Ne? Also, ja, und hier auch im Vulkaflor und hier im Wasser. Medium, eigentlich spielt es keine Rolle. Wichtig ist, dass man das Ganze anpasst für die Pflanze. In welchem Medium spielt echt überhaupt keine Rolle. Vollkommen unwichtig. Man sollte nur wissen, was das Medium abgibt. Eine Zeit lang kann es sogar sein, dass der pH-Wert viel zu hoch ist für einige Pflanzen. Es kann dann sein, wenn man nicht darauf achtet, dass dann die Inhaltsstoffe verbraucht sind, sprich der Kalk. Und dementsprechend Pflanzen, die viel Kalk mögen, dann dementsprechend wieder leiden, weil der pH-Wert dann runtergeht, weil kein Kalk nachgeführt wird. Yippie-yay. So, ich weiß, für den einen oder anderen ist das nicht unbedingt zu verstehen. Aber für die Zuschauer, die schon länger dabei sind, die sollten den Dreh jetzt langsam raus haben. Aber wie gesagt, es verändern sich Sachen, auch bei mir hier. Und das nehmen wir mit. Ne? Und das kostet nichts, überhaupt nichts. Es ist alles kostenlos. Aber wir lernen dadurch natürlich. Und das ist das Coolste an der ganzen Materie überhaupt. Ja, dass selbst wenn man Erfahrung hat, trotz alledem immer wieder was dazulernt. Ne? Und wir haben hier so viele Sachen rumstehen und rumhängen, auf gut Deutsch gesagt. Also wir haben noch viel Potenzial nach oben, um noch genauer in die Materie einzugreifen und oder aber auch zeigen zu können, wie man Pflanzen helfen kann. Aber man muss es auch verstehen. Ne? Man kann nicht sagen, dieser typische, ja, die typische Frage, wie oft muss ich meine Pflanze gießen? Oder wie oft muss ich düngen? Diese beiden Fragen in dem Sinne, die kannst du splitten in 50 Einzelfragen. Ne? Also es ist nicht so Pi mal Daumen, wie oft soll ich, wie oft kann ich, wie oft muss ich. Nein, man muss sich wirklich mit der Thematik beschäftigen, um verstehen zu können. Okay.